Jedes Jahr trocknet Zenterwallner Dutzende von Maiskolben. Aber nur besonders schöne, die sie sich am Acker raussucht. Eigentlich wird der Mais als Futter für Puten angebaut. Aber die Bäuerin hat was anderes damit vor. Wenn ich den ersten Häcksler sehe, dann fange ich eigentlich an und denke, au, jetzt muss ich ihn aber reinholen, sonst kriegt er Stockflecken. Und wenn es nur mehr eine Regenperiode gibt, dann wird er so dunkel. Und da gefällt er mir nicht so. Ich brauche eigentlich schon weiße Blätter. Zenterwallner bastelt aus den Maisblättern Krippenfiguren. Seit Jahrzehnten schon. Immer zur Winterszeit. Zuerst schneidet sie die getrockneten Blätter ab. Doch so hart wie die jetzt sind, wären sie zum Basteln unbrauchbar. Aber eingerollt in ein feuchtes Handtuch werden sie über Nacht weich und biegsam. Die gehen nicht kaputt. Das ist eigentlich ganz strapazierfähig. Das lässt sich fast am anderen Tag bearbeiten wie ein Stoff. Weitere Zutaten für eine Krippenfigur sind Styroporkugeln und verschieden dicker Blumendraht. Mit dem Köpfchen beginnt man. Als erstes wird die Styroporkugel unter einem Maisblatt versteckt. Für die Gesichter nimmt Zenterwallner helle Blätter und spannt sie vorsichtig um die Kugel. Fixiert wird das Blatt dann mit feinem Draht. Vom Hals abwärts kommen jetzt nur noch Blätter zum Einsatz. Für das innere Gerüst des Körpers die dunklen, verfärbten und etwas dickeren Exemplare. Beim Ankleiden hingegen ist die Bäuerin wählerisch. Jetzt schaue ich noch einen feineren, weil ich jetzt die Ärmelchen mache und die, da muss der Mais ein bisschen feiner sein. In der Mitte durch und dass es nicht zu lang ist. Und dann reihe ich das an das Ärmelchen. Mit einer kleinen Umdrehung, mit dem feineren Blumendraht. Und dann schaue ich, ob die Länge stimmt von dem Kleidchen. Und dann, wenn es stimmt, dann kann ich es gleich umbiegen und kann es gleich hinten wieder zurechtbiegen. Nach Kopf und Armen geht's jetzt an den Oberkörper. Die unterschiedlichen Färbungen der Blätter kann man nutzen, um beispielsweise die Träger von der Bluse abzusetzen. Übung macht die Meisterin. Am Abend ist man ja meistens schon müde und dann macht man es ja bloß ein bisschen zum Zeitvertreib. Da schaffe ich schon fünf. Fünf schaffe ich schon. Am liebsten bastelt Zenterwallner Frauenfiguren. Mit Haaren, auch aus Mais. Die Fäden, die oben an den Maiskolben hängen, müssen auch in einem feuchten Tuch eingeweicht und wieder formbar gemacht werden. Damit die Frisur hält, braucht es etwas Nachhilfe aus der Klebepistole. Schließlich bekommt die Dame noch ein Kopftuch verpasst. Alle Figuren sind schlicht und natürlich. Nur die Augen werden mit einem wasserfesten Stift aufgemalt. Fertig. Über 500 solcher Figuren hat Zenterwallner mittlerweile schon gebastelt. Die sie aber nicht verkauft, sondern nur an Freunde verschenkt. Ein kleiner Teil davon steht in der Adventszeit im Gang als Krippe aufgebaut. Tiere, Hirten, die heiligen drei Könige und natürlich Maria, Josef und das Jesuskindlein. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.